Hallo, mein Name ist Olli Schulz. Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann. Die erste Flasche haben wir leer getrunken, die zweite auch noch ein bisschen schon. Heute Abend Schulz und Böhmermann bei ZDF Neo. Ja. Wir sind jetzt quasi, das ist ja alles, was Sie jetzt hier sehen, ist nach der Sendung. Wir sind beide mitgenommen emotional. Ja, war eine Sendung, eine Achterbahnfahrt, kann man tatsächlich sagen. Mhm. Mit witzigen, leichten Momenten, aber auch mit sehr schweren Momenten. Johannes Kneifel ist heute zu Gast. Ex-Nazi, dann verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge, 5 Jahre im Knast gesessen, jetzt evangelischer Pfarrer. Das Schlachtschiff der Grünen ist auch hier heute, Claudia Roth ist heute auch, muss man nicht viel zu sagen. Margarete Stokowski, Spiegel Online-Kolumnistin, Buchautorin, untenrum frei. Und außerdem noch Jenny Elvers, die Queen of the It-Girls, hat sie selber nie gesagt, aber in meinem Bewusstsein das erste It-Girl gewesen, was es in Deutschland gab. Olli möchte heute Abend in der Sendung, hat er mir die letzten 3 Tage erzählt, keine Zigarette rauchen. Ich bin mir sehr sicher, das klappt. Die anderen haben geraucht und ich habe dann mitgeraucht, weil ich ein Mitläufer auch manchmal bin. Aber nur beim Zigarettenrauchen, ansonsten bin ich ein eigenständiger Charakter. Heute Abend Schulz und Böhmermann bei ZDF Neo. Das könnte eine gute Sendung werden. Ja, auf alle Fälle ist es wahr. Ich bin auf jeden Fall noch emotional ausgeblitzt. Es ist eine Alternative zum Dschungelcamp. Läuft das gerade? Nein. Ach so. Zu Germany's Next Topmodel. Ja. Genau. Wir sind die lebenden Augen. Wir sind also im Gegensatz zu den schwarzen Tosenlöchern von Heidi Klum. Hier ist noch Leben. Gucken Sie mal rein hier. Gucken Sie mal kurz rein. Und wir haben Modelmaße. Wir sind beide über 1,90 und wir können super walken. Genau. Und wir haben beide gemachte Füße. Bis nachher.